hast in deiner Erklärung der ersten Spielregel eine Begrifflichkeit verwendet, ohne Wertung. Jetzt heißt die zweite Spielregel, setze Bewertungen aus. Was ist da für einen Menschen konkret gemeint? Ja, also diese Spielregel, setze Bewertungen aus, glaube ich, ist ja für Menschen in ihrer Entwicklung, in den Veränderungs- und Entscheidungsprozessen besonders wichtig. Als Menschen sind wir ja so von der Gewohnheit gestrickt und geprägt, dass wir jede Situation im Leben, egal welche das ist, immer sofort bewerten. Das ist so ein intuitives Bewerten, wo unser ganzer Lebenserfahrungsschatz hineinfließt. Und in dem Moment, wo die Situation auftritt, haben wir schon unsere Bewertung, gut, schlecht. Und ich glaube, wenn ich sozusagen als Mensch mich wirklich einer Entwicklung unterziehen möchte und sage, ich möchte mir Optionen eröffnen, die jenseits dessen liegen, was ich ohnehin schon bin und gemacht habe, ist es wichtig, sozusagen daran, das zu trainieren, Vorurteile zurückzunehmen und diese schnelle, intuitive Bewertung einer Situation einmal hineinzustellen. Weil dann wird es mir möglich als Mensch, Situationen, die mir möglicherweise ja was zeigen wollen, die einen Impuls für mich haben, auch so zu nehmen, wie sie sind. Also so als ein Signal in meinem Leben, das mich jetzt in irgendeine Richtung bewegen kann. Und wenn ich diese ganzen Signale ausschließe und über meine Bewertung also von vornherein ausfilter, dann stehen sie mir für meine persönliche Entwicklung nicht zur Verfügung. Und ich glaube, genau das ist etwas, was man mit der Spielregel trainieren kann, diese Bewertungen hineinzuhalten. Mit der dritten Regel kommen wir zu Entscheidungen. Entscheide nicht gleich, initiiere einen Prozess, heißt diese Spielregel. Was bedeutet diese Spielregel für einen Menschen, der vom Leben herausgefordert wird? Also entscheide nicht gleich. Ich glaube, dieser Teil der Spielregel ist für jeden Menschen einmal auch noch klar verständlich. Aber initiiere einen Prozess ist ein bisschen schwieriger, weil mit mir selber einen Prozess zu initiieren, das braucht ein bisschen Fantasie. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass ich auch als Mensch in meiner persönlichen Entwicklung dann ja in mir immer mehrere Stimmen habe. Das heißt, es gibt Stimmen, die sagen mir, das ist jetzt wunderbar, nimm diesen neuen Job an, und dann gibt es Stimmen in mir, die sagen, na, auf keinen Fall, das ist ein großes Risiko drinnen, dann gibt es wieder jemand anderen, mach ganz was anderes. Das heißt, diese inneren Stimmen, die wir ja kennen in der persönlichen Entwicklung, die spielen sich in meinem Kopfkino die ganze Zeit ab. Und was wir mit dieser Spielregel meinen, wenn ich sozusagen mich als Mensch einem Veränderungsprozess unterziehe und eine wichtige Entscheidung ansteht, also nicht jetzt kaufe ich mal Soletti oder nicht, sondern eine wirklich wichtige Lebensentscheidung, dann glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, so einzutauchen in den eigenen Innenraum, zu hören, was geht da in mir vor, und mir auch ein bisschen Zeit zu geben im Sinne, ich beginne mal, mir die Optionen vorzustellen, ich versuche mich in diesen Optionen hineinzuspüren, dann versuche ich mir, was hat das für Auswirkungen im täglichen Leben auf mich, und gewinne Erkenntnisse und kann mir Zeit nehmen. Und ich habe da dieses Symbolbild, in 80 Tagen eine neue Welt. Heißt nicht, dass man für jeden Entscheidungsprozess 80 Tage braucht, aber symbolisch einfach eintauchen und mir Zeit geben, bis irgendwann nicht ein Impuls im Sinne eine vorgefasste Bewertung mit zur Entscheidung bringt, sondern irgendwann eine innere Stimme mit großer Klarheit sagt, was für mich jetzt in meiner Lebenssituation am wichtigsten ist. Das heißt, einen Entscheidungsprozess mit so viel Zeit, dass sich sowohl mein Bauch, mein Herz und mein Kopf, der am längsten braucht, wirklich für etwas Neues in meinem Leben entscheiden kann. Die vierte Spielregel lautet ja, halte inne, bis alle gelernt haben. Das klingt für einen Menschen zunächst verwirrend. Was genau kann man sich darunter vorstellen, wenn wir eigentlich nur einer sind? Ja, da gibt es, glaube ich, den Ausspruch, den ich glaube, er ist von Schulz von Thun, der sagt, ich bin eigentlich so viele. Ja. Wer bin ich und warum so viele? Und das Innehalten nach einem Veränderungsprozess ist, glaube ich, für einen Menschen besonders wichtig, weil jeder Veränderungsprozess braucht dann eine Phase der Stabilisierung, wo ich mich sozusagen mit dem Neuen anfreunde, wo ich wieder so Reflexionen habe und wiederum all diese inneren Stimmen in mir dann auch zu Wort kommen lasse und mich sozusagen zu einer großen Entschiedenheit zu dem langsam bekenne, was ich jetzt in meinem Veränderungsprozess gemacht habe. Und das ist ein Innehalten, das ist wieder ein Eintauchen, jetzt nicht im Sinne, bis eine Entscheidung fällt, sondern bis sich die Entscheidung gefestigt hat. Das ist ein Einüben des Neuen, das ist ein Reflektieren
sozusagen ein Stabilisieren nach einem gefühlten Veränderungsprozess.